Ja, hallöchen, meine lieben Zuschauer und natürlich herzlich willkommen im neuen TurboGockel-Video. Heute habe ich mir gedacht, heute ist es Samstag und ich nehme euch einfach mal trotzdem ein bisschen mit. Es ist nicht viel, der Kümmel war da. Wir haben Kümmel hat den Hänger gebraucht und zwar hier der Kümmel zum Elmer, weil der Elmer startet ein neues, geiles Projekt. Er hat lange überlegt, ob er es machen soll und jetzt macht er es wieder, weil er ist ja auch in meinem Alter und irgendwie hat er gar keinen Bock mehr auf die alten Autos, hat er gesagt. Aber er macht es trotzdem. Er hat von Andi, kennt ihr, vielleicht hat Fier hier früher mal gearbeitet. Andi hat vor Jahren einen Breitbau Golf 1 nach Polen gefahren und hat den dort jetzt lackieren lassen. Und er hat jetzt, Andi hat auch keinen Bock mehr drauf und hat das dem Elmar verkauft. Elmar hat es gekauft, das Ding ist neu lackiert, ist rot. Ja, und dann hat der Elmar durch angerufen, Gockel, was machen wir da für ein Motörchen rein, ne? Das werdet ihr sehen, dazu kommen wir auf jeden Fall später. Ich habe gesagt, Elmar, ich habe da was und ich finde, das wäre der Oberknaller und zwar im 1er. Ich wollte sowas schon immer mal machen und eigentlich kommst du mir gerade recht, weil ich habe da richtig Bock drauf. Und wir ziehen den Motor mal unterm Regal später raus. Der liegt hier ewig schon rum. Den habe ich damals günstig ergattert, weil der aus dem Unfallfahrzeug stammt. Und ich denke, den Motor werden wir da einbauen. So, Kümmel fährt vorher jetzt noch zum Andi, bevor er zum Elmar fährt. Er bringt ja noch einen Schlachter. Andi hat noch einen GTI gehabt, einen 1er. Mit einem 1,6er. Der steht schon ewig. Seitdem Andi hier weg ist, steht der Golf beim Andi draußen. Dann habe ich damals dem Andi gegeben. Er wollte das auch irgendwie machen, aber kam aber nie dazu. So, und der Elmar nimmt den als Schlachter. Er braucht ja für den Breitbau ein paar Ersatzteile, Achse hin und her und was der Geier, was alles. Und dann baut er sich das da raus. Sagt der Gockel, den Motor kannst du haben, den Rest, alles was so übrig bleibt, kannst du haben. Und das, was er braucht, das behält er natürlich. Ne? So, aber der GTI wird geschlachtet. Er braucht den einfach, er ist auch fix und fertig, da fehlt ja wirklich schon viel dran. Also den irgendwie auf Original wieder zu machen, lohnt sich nicht. Und ja, ist, wie es ist. So, Leute, ich gehe jetzt gleich raus. Aber bevor ich rausgehe, habe ich etwas auf dem Herzen. Und ich finde, dass ihr das auch erfahren solltet, weil viele gefragt haben, Gockel, hast du mit Marco, hast du mit Mutlu und sonst mit wem nichts mehr zu tun? Habt ihr Streit oder wie auch immer? So, also, jetzt kommt's, Leute. Ich sag's, weil ich finde, ihr solltet das erfahren. Ich meine, ihr feiert ja die ganzen Kanäle alle mit. Ja, es ist ein bisschen Beef und zwar nur zwischen mir und Mutlu. So, zwischen Marco ist nichts. Ich habe mit Marco gestern telefoniert und die anderen auch nicht. Raphael Sterngarage habe ich vorgestern telefoniert. Also es ist alles gut. Und zwar habe ich mich mit Mutlu so ein bisschen in die Wolle bekommen. Ja, ich muss sagen, es war irgendwo auch mein Fehler. Vielleicht auch von beiden ein Fehler. Ich möchte da gar nicht brutal drauf eingehen. Wir haben da einen Tausch durchgemacht und hin und her auf jeden Fall hätten wir da einfach besser kommunizieren sollen. Also ich finde, ich habe auch irgendwo einen Fehler gemacht. Also als erstes muss ich sagen, ich mag Mutlu unwahrscheinlich. Hut ab, was er damals auch abgezogen hat. Übrigens, Mutlu, Grüße gehen raus. Ich meine, wir schreiben als noch zusammen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt komplett total verstritten sind. Hut ab, dass er uns damals da in Kroatien und alles geholt hat. Ich finde es halt schade, dass wir gerade nicht so brutal das Problem aus der Welt geschafft haben, konnten da noch nicht so gemeinsam richtig drüber reden. Wir hätten aber auch vorher, muss ich sagen, ich habe vorhin schon erwähnt, ich habe glaube ich einen Fehler gemacht. Ich hätte sagen sollen, Mutlu, komm mal her, wir reden mal über die ganze Sache nochmal vernünftig und war vielleicht von, ich weiß nicht, wenn ich schuld bin, stehe ich dazu. Ich hoffe, dass Mutlu irgendwann nochmal sagt, pass auf, komm mal vorbei, wir quatschen mal, wir rocken uns mal hin, wir trinken mal ein Bier und quatschen mal drüber. Ich hoffe es. Wenn nicht, kann ich es nicht ändern. Ja, wenn ich einen Fehler gemacht habe, gebe ich es auch offen und ehrlich zu. Ich brauche da ein bisschen Bedenkzeit. Wenn ich wirklich einen gemacht habe, dann soll mir einer in den Arsch treten. Dann ist das so, dann stehe ich dazu, entschuldige mich auch dafür. Aber es gab leider noch keine Möglichkeit, mit ihm darüber zu reden. Er hatte ja auch wenig Zeit, da war ja hier Messe und da und sel und jenes. Vielleicht kommt ja noch ein Moment, aber so, jetzt wisst ihr es, wir haben leichten Beef.
So, deswegen kam mit Mutlu letzter Zeit nicht viele Videos, beziehungsweise eigentlich gar nichts. Ne? Wir hatten hin und da Kontakt, so ein bisschen mit WhatsApp, aber nicht viel. Und ja, ich hoffe für die Zukunft, dass wir uns beide wieder einkriegen oder, sage ich mal, dieses Problemchen ausdiskutieren wie zwei vernünftige Menschen. Ich hoffe es vom Herzen, weil mir tut es schon irgendwo so ein bisschen weh. Es war nie meine Absicht, irgendwo was hier, da und da, dem Mutlu. Langes Thema, Leute. Ich möchte gar nicht, wie gesagt, ich denke, wir haben uns da irgendwo beide falsch verstanden. Und wenn ich einen Fehler gemacht haben sollte, dann möchte ich das, würde ich das gerne mit ihm klären. Aber ich kam noch nicht dazu, ne? Habe ich vorhin schon erwähnt. Und vielleicht passiert es ja noch, ich weiß es nicht. Wir sind alle erwachsen und ich finde, man sollte, wenn man Probleme hat, miteinander reden. Und wenn jemand da nicht drüber reden möchte, dann kann ich es leider auch nicht ändern. So, also nochmal, ihr wisst, ich habe mit Mutlu ein bisschen Beef. So, deswegen kam da nichts. Mit den anderen ist alles gut. Mit Marco habe ich auch gestern telefoniert. Ist alles gut, alles okay. Ja, und jetzt sehen wir mal, was die Zukunft so mit sich bringt. Fettisch aus Banane. Mehr möchte ich gar nicht auf dieses Thema eingehen, weil es, ihr fragt euch bestimmt wieder, warum habt ihr wegen was, wieso, was ist passiert? Ich möchte nicht auf dieses, sonst ändert das in, das gibt ein Neverending Story und das möchte ich nicht. Es ist eine Sache, finde ich, zwischen mir und Mutlu und der Rest muss niemand wissen. Es ist was Privates und fertig. So, aber damit ihr wenigstens Bescheid wisst, was ich für fair gefunden habe, weil ihr guckt ja auch die Videos und ihr fragt euch alle, es kamen unzählige Fragen, selbst der Marco hat mich gestern angerufen, sagt er, Gockel, Alter, ich krieg hier Screenshots hin und her, wir haben ja auch kein Problem miteinander und alles, ne, das ist dann, Marco, nein, der hat doch auf, alles gut und, weil die Leute einfach alle fragen, so, und jetzt wisst ihr's, ne, ihr habt ja auch erfahren, dass Marco mit Mike, sein bester Kumpel, auch ein bisschen Beef haben, es passiert nun mal im Leben, es gehen ja auch Beziehungen und alles auseinander, es ist halt so im Leben. Ich finde es sehr schade, wirklich sehr schade. Und ich hoffe, dass es sich irgendwann, dass wir uns beide wieder einfangen oder wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, wir werden sehen. Die Zukunft steht in den Sternen. So, und jetzt gehe ich raus, Leute. Und weil der Kevin kommt jetzt und wir schrauben heute an seinem Auto und ich muss den Motor für Elmar da hinten rausholen aus der Ecke. Ne? Also, bis gleich. So, Leute, wir sind in der Halle und der Kevin ist auch da. Hallo, guten Tag. Guten Tag, mein Sohnemann. Was machen Sie denn da Schönes? Erkläre mal den Zuschauern, was du jetzt hier machen musst. Was ich machen muss? Ja, muss. Warum musst du das machen? Warum ich das machen muss, damit ja es schön aussieht. Und wer hat das gesagt, dass das schön aussehen muss? Der Kümmel. Das Kümmerle, gell? Ja, weil du hast anscheinend dazu gesagt, ja, das muss man doch nicht machen. Und der Kümmer hat gesagt, nein, das machen wir jetzt. Ganz genau. Ja, und was machst du da jetzt? Der Halter. Welchen? Der von der Lichtmaschine und der vom vom Gelader. Und was musst du noch ausbauen? Was habe ich vorhin gesagt, was muss man noch ausbauen? Was Kümmel wollte? Brücke? Ansag? Die Ansaugbrücke, gell? Ja. Ja, ja, ja. Und zwar die Ansaugbrücke. Weil Kümmel, ihr wisst ja, ist ja unser Beschichter des Vertrauens. Ne? Und der hat gesagt, das kann man so nicht einbauen. Das muss man jetzt beschichten. Ja, also raus damit. Und sagt er, wenn wir schon dabei sind, möchte er das schön Schwarzglanz haben, damit der Kevin ja, einen schicken Motorraum hat. Ja. Was er irgendwo recht hat. Da hat er recht. Wenn wir schon dabei sind. Ja. Ne? Ja. Ich wollte es eigentlich zusammenklatschen, gucken, dass das fährt. Aber Kümmel sagt, nein, das geht nicht, das muss man machen. Ja, Kümmel ist übrigens, wir erzählen jetzt gleich mal hier weiter, Kümmel ist übrigens zum Elmar gefahren. Ja, Kümmel ist zum Elmar gefahren, weil Elmar, ob ihr es glaubt oder nicht, nach Jahren hat er sich entschlossen, ein neues Projekt zu beginnen. Der hatte eigentlich gar keinen Bock mehr, sagt er. Jetzt hat er aber so einen Golf 1 Breitbau, den hat er vom Andi geholt, der stand ewig lang in Polen und wurde ein neues Dach drauf gemacht, wurde neu lackiert und pipapo. Und der Elmar möchte sich das Ding jetzt herrichten. So, der Kümmel hat ja, der Andi hat von mir damals einen 1er Golf GTI bekommen, der stand jetzt ewig beim Andi, gell? Draußen. Der blaue.
Da steht ja, so ein blauer. Ja, ist es nicht nur Karosserie? Das ist doch nur Nein, da ist Motor alles noch drin. So, aber Motor war uninteressant. Der Elmar wollte Achsen und sämtliche Teile, weil er von dieser Karosse, von dem Breitbau nichts hatte. Wirklich gar nichts. So, und der Elmar, der Kümmel war heute da, habe ich dem den Hänger gegeben, der ist jetzt zum Elmar, zum Andi gefahren. Dann haben sie den blauen aufgeladen und ist jetzt zum Elmar und ladet den blauen ab. Und bringt noch ein paar Teile mit, wie eine Achse, schon beschichtete und Zeug für den Elmar, ja, damit er halt seine Baustelle anbringt. Beziehungsweise er hat schon angefangen, das Auto steht auf der Bühne und da kommt aber ein anderer Motor rein. Okay. Da komme ich aber auch gleich dazu, Leute. Und zwar habe ich zum Elmar gesagt, ich helfe dir da, kein Problem, weil der Elmar hat davon keine Ahnung. Er wollte was Besonderes, sagte, ich will kein Turbo. Er hat ja einen 16V Turbo gehabt, das wisst ihr wahrscheinlich, so einen grünen. Er hat einen Motor, wurde alles verkauft. Das Auto steht seit weiß nicht wie vielen Jahren jetzt beim Elmar irgendwo in der Scheune. Er hatte auch irgendwie keinen Bock drauf. Ohne Motor, der will ihn irgendwann mal original machen, war mal ein GTI. Und dann habe ich zum Elmar gesagt, pass auf, ich habe da was Geiles. Ja, und zwar einen R36 Motor. So, und dieser R36 Motor muss ich jetzt da hinten, habe ich den im Regal, habe ich schon seit Jahren stehen. Den hole ich jetzt da raus. Ich soll ihn für den Elmar mal durchchecken, soll mal den Kopf runter machen, soll mal eine Kopfdichtung reinmachen, soll mal gucken, weil das war aus dem Unfallauto, ob da alles noch in Ordnung ist. Ja, und das mache ich jetzt gleich. Und dann ist die Überlegung, diesen Motor auf Renneinspritzung zu bauen, weil das wäre der Oberknaller. R6, 3,6 Liter Hubraum, Leute, mit Renneinspritzung. Was meint ihr, wie das brummt und macht und tut? Dann hast du das Ding, der Motor hat ja serienmäßig schon fast 300 PS und dann noch mit der Renneinspritzung und alles, als Sauger, boah, bestimmt mega. Ich zeig's euch jetzt mal. Und zwar haben wir hier den R36 Motor, ja, hier ist die Hochdruckpumpe, ist ja ein Direkteinspritzer, den hole ich jetzt gleich mal hier heraus und dann gucken wir uns den mal zusammen an. Und ich mache jetzt dein G-Lader soweit fertig. Wir müssen gleich mal den Verdränger auspacken, was der Mike uns geschickt hat. Den müssen wir jetzt gleich mal auspacken. Aber jetzt hätte ich mal gesagt, Kevin, ich hole den Motor raus und du baust jetzt erstmal die Teile aus. Ne? Und dann schalten wir die Cam wieder ein für die Zuschauer. Das machen wir. Ja. Aber hätte ich fast vergessen, ich habe letztens in dem Auto vom Kevin ist auch kein Teppich, nichts drin. Und dann habe ich draußen aus dem wirklich, also ich habe draußen einen Golf 1 Schlachter stehen seit weiß nicht wie vielen Jahren und man denkt immer, da ist nichts mehr dran an dem Auto, man braucht nichts mehr, eigentlich kann man es wegschmeißen. So, und Kevin hatte ja keinen Teppich in dem Auto drin, es war reines Viertelmeile-Auto eigentlich damals so zum Spaß. So, und habe ich gesagt, ich guck mal, im Roten ist, glaube ich, noch ein Teppich, Leute. Ne? Und dann bin ich, wann war das, letztes Wochenende, da raus. Und ich schwöre, das Auto war voll mit Gras, keine Ahnung was alles. Also total verrückt, was da auf diesem Teppich drauf war. Und ich habe das trotzdem alles raus und habe den Teppich mal raus und habe den schön abgedampft. Leute, schaut euch das mal an. Schaut euch mal den Teppich an. Der ist wie neu geworden, ohne Scheiß. Schaut euch den Teppich mal an. Das hätte ich nie gedacht. Der sieht wirklich aus wie neu. Ich habe gedacht, der Teppich ist, weil das Auto war ja ohne Türen und alles, stand das einfach draußen. Ne? Und glaubt man gar nicht, wie man das alles noch so schön retten kann. Also unfassbar. Ich habe gedacht, das ist Schrott, das kannst du alles hier zusammenkehren. Und auf, aber gut ab, sonst hätte Kevin sich einen neuen Teppich bestellen müssen, irgendwo bei eBay. Ja, ja, hat er Glück gehabt, ne? So, wir machen mal weiter. Kevin, und? Hast schon ein bisschen was ausbauen können da? Da. Da? Da. Da bleibt, ne? Ja, aber ich krieg die scheiß Rolle nicht ab. Die Schraube ist rund, glaube ich. Die ist rund? Ich bin abgerutscht gerade die ganze Zeit. Ich krieg das Ding nicht rund. Eine Katastrophe. Da. Oh, ne. Ich bestell einfach das ganze Ding neu. Du brauchst neu, ne? Ja. Und die? Oh, die auch.
Die ist richtig laut. Ja, die müssen wir. Gibt's die noch neu bei euch da? Kevin schafft ja übrigens bei unserem Teilelieferant. Eventuell. Musst du mal gucken am Montag, ich ne? Ich gucke mal am Montag. Ja. Das kriegt man ja schnell, wenn es noch was gibt. Ja, aber ich denke schon, so Spannrollen und so Zeug gibt's noch, gell? Das ist eigentlich. Ja. Ich glaube nicht, dass das ausläuft so direkt, oder? Ich glaube, Spannrollen und so Zeug kriegst du noch, so wie Zahnräume und so Gedöns gibt es ja auch noch. Da habe ich ja auch bei uns bestellt. Hm. Also ich glaube schon, dass das. Naja. Gut, ja, ich habe den R36 Motor rausgeholt. Das war aus dem Unfallfahrzeug. Oh, und ich muss sagen, Elmar, wenn du das Video siehst, die Ansaugbrücke ist kaputt. Entschuldigung, hier die Zigarette. Die Ansaugbrücke ist hier gebrochen. Ventildeckel hat irgendwo auch, das habe ich gesehen, einen Riss gehabt. Hier der Ventildeckel einen Riss. Und die Ölwanne. Zeig's euch mal. Der hatte mal einen heftigen Unfall gehabt. So. Guckt mal, schaut mal her. Der ist irgendwo richtig reingerumpelt, aber es ist nur die Ölwanne und der Ölansaugstutzen. Also ich habe jetzt geguckt, ich habe den Motor gedreht, der Motor dreht, ist alles gut. Ich werde mir die Bläulage nochmal anschauen, aber irgendwas ist er hier gegen, weiß ich nicht, keine Ahnung, wo, der stammt irgendwie aus dem Skoda oder sowas. Ich denke, dass er hier ein Bordstein oder irgendwas, ich weiß nicht, wo der da reingeballert ist damals mit dem Motor. Ja, aber Motor, wie gesagt, er dreht und ich glaube nicht, dass da was kaputt ist. Ich habe schon geguckt auf der Kurbelwelle, unten ist keine Macke, gar nichts, da hat er nichts abgekriegt. Wir zerlegen den jetzt einfach mal und Kopf muss sowieso runter. Ansaugbrücke habe ich leider keine mehr, aber ich habe noch einen R36 Motor. Wie ihr wisst ja, früher vielleicht habe ich R36 Turbo gebaut in unserem Rennauto und ich habe da noch einige Teile übrig, wie zum Beispiel ein Ventildeckel, Ölwanne. Ich glaube sogar liegt noch da. Ja, sogar hier liegt's. Ihr habt zum Harry letztens noch gesagt, wir müssen mal hier aufräumen. Guckt mal, hier liegt noch ein R36 Kopf. Ist alles noch von meinem Rennauto. Hier noch sämtliche Teile und Lichtmaschinenhalter und weiß der Geier was alles. Und ach, wie dick da der Staub schon drauf ist. Ja, und hier haben wir auch einen Ventildeckel. Und eine Ölwanne. Also, das haben wir schon mal. Ja, gut, die Ansaugbrücke haben wir sowieso gesagt mit Elmar. Wir werden wahrscheinlich Renneinspritzung drauf machen. Das wäre nämlich der Oberknaller. Also, bevor ich den Motor jetzt aber zerlege, machen wir mal jetzt das Paket vom Mike auf. Und zwar den Verdränger für Kevin. Kevin, ja. Würden Sie mal das Paket vom Mike aufmachen? Und zwar haben wir ein Paket bekommen vom Mike Harder. Ich habe den Mike angerufen, den kennt ihr vielleicht noch aus den Videos von Marco, war ein Kumpel von Marco oder ja, ich weiß, die haben sich da irgendwie in die Wolle bekommen. Finde ich sehr schade übrigens. Gruß geht raus an Marco und an Mike. Natürlich, vielleicht kriegt ihr euch irgendwann wieder ein. Ne? Ich hoffe, dass ihr euch irgendwann vielleicht wieder einkriegt. Aber so ist das Leben, leider Gottes. Ne? So, und der Mike hat gesagt, Guckel, pass auf, ich habe da, weil wir eine Anfrage gestattet haben, und zwar einen Aufruf. Und wir haben aus der Community G-Lader-Hälfte bekommen. Der eine ist leicht defekt, aber da habe ich was gestiftet. Den kann man lassen, nur war der Verdränger komplett Schrott. Und der Mike hat uns einen Verdränger hier geschickt für einen guten Kurs, einen richtig guten noch. Du musst aber bitte, Kevin, der Mike hat gesagt, bitte aufpassen beim Auspacken. Er hat das sehr gut eingepackt, dass damit da bloß nichts passiert mit dem Verdränger. Ja. Da hat er richtig cool eingepackt. Sei vorsichtig, ne? Das ist so Alu-Magnesium-Teil, da musst du richtig vorsichtig auspacken, hä? Was denn? Tu mal den Karton da am besten alles weg und das ganze Zeug hier. Oh ja, der ist. Ja, der hat, da ist der, wenn man da geht, wenn man da mal mit Mike schon ordentlich arbeitet, wenn es um Verpackung kann oder er überhaupt. Hier nicht irgendwo rumfahren. Im Kasten. Welche? Soll ich dir einen holen? Ja, bitte. Ja, der Mike ist da immer ganz genau bei sowas. Ja. Seien Sie vorsichtig. Auch nicht verkehrt. Ja.
freust dich schon auf dein Auto. Ja. Wenn es mal läuft, hä? Wenn es mal läuft, ja. Ja, weil wenn der, du weißt schon, wie die Pakete da umeinander schmeißen, ja, ja, ne? Das kann deswegen hat er gesagt, ich pack das richtig heftig gut ein. Und das hat er auch. Das ist auch sehr. Der ist sehr gut eingepackt. Der ist. Sei vorsichtig, langsam machen. Der ist bombenfest. Langsam machen. Gleich haben wir noch. Ausfüllen. Weil dann kann ich dir nämlich den Giller da jetzt zusammenbauen, weißt du? Mhm. Das machen wir dann. Ich glaube, ich habe noch nie so was gut Verpacktes geöffnet. Ja, da soll nichts passieren. Ja, Kevin packt aus. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Gleich ist es soweit. Vorsichtig. Halt mir noch in den Finger, das wär's. Da schimmert schon was durch. Gold ist es. Ja. Ja, Goldstaub. VW Goldstaub. Ja, er hat mir Bilder geschickt, der ist echt gut. Ja, der sieht richtig gut aus. Den hat er irgendwie von dem Kumpel oder was gehabt, noch keine Ahnung. Oh, ja, der ist echt top. Nichts ausgebrochen, die brechen so gern hier als aus, ne, irgendwo. Nichts, der ist wirklich noch top Zustand, ey. Geil. Mike, vielen, vielen Dank nochmal für den geilen Verdränger. Ohne Scheiß, jetzt kann ich den Gela da zusammenbauen hier. Also Junge, du gehst vielen weiter. Dank. Vielen ja genau, du solltest dich bedanken. Ja, ich sollte mich bedanken. Für dein Auto. Das ist ja mein Bock. Vielen Dank. Vielen Dank auch an die Drosselklappe. Oh ja, Drosselklappe haben wir auch bekommen. Wo sind denn die? Vielen Dank. Die im Auto hinten drin, gell? Von den Zuschauern. Hast du auch gekriegt? Dein. Ja, da kam eine, war verkehrt, das war die. Da hat jemand was geschickt, sagt er, wusste nicht mehr. Das ist aber eine 16V und das ist die G60, die andere. Das ist die G60. Die hast du auch von der Community gekriegt. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Mega, gell, was wir für Community haben. Das ist echt. Ohne Scheiß. Unterstützung, wirklich. Das voll ist geil. Also Leute, ich baue jetzt mal den G-Lader zusammen für den Kevin. Kevin baut noch weiter hier Teile aus. Und ja, ich hätte gesagt, wir sehen uns gleich wieder. Was merkst du da? Ich komme gerade in die Schraube nicht rein. An die blöde Imbus von der Saugbrücke da hinten. Aus 6er, kurze, lange Verlängerung. Eine kleine Ratsche. Der Vater ist am G-Lader dran, Leute. Schaut mal, so sieht ein G-Lader aus übrigens. Ne? Ist die Schnecke. Eine schöne Schnecke. Ja, und der macht nichts anderes. Ja, ist jetzt schwierig euch zu zeigen mit der Kamera. Kevin schraubt, sonst hätte ich gesagt, der Kevin soll mal die Kamera halten. So, der Verdränger macht hier diese Bewegung und schaufelt sich praktisch. Und zwar hier saugt er das an und hinten raus. Also hier geht die Luft wieder raus zum Ladeluftkühler. Also nochmal, er schaufelt sich die Luft da rein und drückt sie, komprimiert sie natürlich und drückt sie da hinten wieder raus. Ja, da hat sich VW damals echt heftig was einfallen lassen. So, ich baue das Ding jetzt vorsichtig hier zusammen. Dichtmasse habe ich schon drauf. Warum schimpfst du da so? Jetzt habe ich die Scheiß. Kannst du mal kurz die Kamera halten? Jetzt habe ich die Imbus drin gehabt, jetzt fliegt die Ratsche runter natürlich, ne? Und ich baue jetzt das Auslassgehäuse jetzt da drauf. Alles sitzt, alles gut. Alles drauf, Keil ist drin, alles ist drin. Ja, und dann bauen wir dort zusammen hier. Das ist schon eine heftige Erfindung hier von VW, ne? Was die damals sich da einfallen lassen haben, das ist unglaublich. Mit dem G-Lader. Aber sehr, sehr anfällig gewesen, leider Gottes.
Wenn es die Lage ausgeschlagen hat, dann hat der Verdränger praktisch gegen das Gehäuse geschlagen, hat es immer alles zusammengeschlagen, da war alles Schrott. Und dann, wo siehst du denn der alte Verdränger von dem Lader, wo wir da geschenkt bekommen haben? Ich glaube drin, da, ja, da. Sieht man das an denen, da war irgendwas nämlich, ja, hier. Hier ist zum Beispiel die ganze Leiste hier weggebrochen, ne, wo normalerweise diese Dichtleiste drin sitzt. Da die ganze Wand ist weggebrochen hier. Dies, hier auch, da hat schon jemand einen Stift reingemacht. Also das Ding ist leider Gottes Schrott. Ne? Und das ist so Alumagnesium, das kannst du auch nicht schweißen und nichts. Ja, mittlerweile gibt es, glaube ich, Firmen, die bauen das nach aus Vollalu. Okay. Meine ich. Röttele, glaube ich, heißt die Firma oder sowas. Glaub, die, dann gibt es einen G65-Lader, das ist allgemein ein bisschen größer, glaube ich. Weiß ich, habe mich noch nicht so damit beschäftigt. Aber ich meine, es gibt mittlerweile nachgebaute. Bin mir aber nicht sicher. Kann ich sagen. Aber ich möchte lieber ein Original. Ich weiß, dass die das aus Alu-Magnesium gemacht haben, weil es viel leichter ist. Und das eine heftige, schnelle Bewegung hat. So, ne? Und wenn du das also aus Alu nimmst, dann ist das Alu zu schwer. Dann wäre das zu schwer für diese heftige Bewegung. Und dann wird schneller die Lage ausschlagen. Ne? Deswegen haben die das damals aus Alu-Magnesium gemacht. Ja, aber geht halt leider schnell kaputt. Oder wenn irgendwie, wenn der Dreck ansaugt, weißt du, irgendwo Dreck. Und das verklemmt sich hier irgendwo dazwischen. Also Problem. Und dann bricht er das sofort weg, die Scheiße. Aber eine geile Erfindung hat damals VW gemacht. War schon geil. So, ich schraub das Ding jetzt zusammen. Oh geil. So, soweit safe. So, ich schraub's jetzt mal zusammen. So Leute, G-Lader ist fertig zusammengebaut, liegt schon im Auto. Nee, alles gut. Da liegt er. Alles fertig, alles vorbereitet. Kevin hat hier alle Teile soweit ausgebaut. Kevin ist am Strahlen. Ja. Das ist geil, ne, wenn das so sauber wird. Dann kann das eine kümmelschöne Geschichte. Kevin strahlt jetzt seine Teile ab, dann kann der Kümmel die am Montag beschichten und dann können wir nächste Woche mit Kevin, ich denke, ziemlich weit zusammenbauen. Ich denke noch ein, zwei Wochen und dann wird die Kiste laufen. Teppich habe ich ja schon erwähnt, wir haben auch den Teppich unten drunter, das sind solche Dämmmatten, haben wir auch gekauft übrigens. Hier die Dämmmatten, so sieht es aus. Ne? Die Dämmmatten kommen nämlich unter den Teppich. Die bei dem anderen Golf, die waren so kaputt, die haben sich komplett aufgelöst. Wir haben jetzt einfach 2 Meter auf Meter so Material bestellt und schneiden uns im Fußraum von der links, von der rechts und über dem Tunnel. Das schneiden wir uns dann selber aus, legen das drauf, kleben das drauf und ja, dann kommt der Teppich drüber, weil nur den Teppich einfach so da rein, ohne den Dämmmatten, wäre scheiße. Erstens wegen Geräusch, ne, und dann hängt der Teppich auch so durch. So, also, Leute, wir machen mal weiter. Wie gesagt, ich werde am Elmar sein R36-Motor, gehe ich morgen noch mal kurz her und zerleg den komplett. Das mache ich morgen schnell. Den 1.8er-T-Motor muss ich noch weitermachen. Oh ja, und dann war es das. Es ist schon wieder dunkel. Guckt mal, Leute, 5 Uhr abends, es ist dunkel. Ja, ich möchte euch auch ein bisschen früher nach Hause. Ich will noch zu Marina und zum Kleinen. Und wir gucken mal. Aber heute fasse ich da jetzt nichts mehr an. Mal morgen. Ich habe heute keinen Bock mehr. Ja, aber das Projekt wird auf jeden Fall mega. Also Elmar, sein Projekt wird mega. Wir werden euch beim nächsten Mal, also wenn ich den Motor soweit fertig habe, nehme ich euch da auch ein bisschen mit, nehme ich die Kamera mit und dann fahren wir auf jeden Fall zusammen zum Elmar mal mit der Kamera und dann könnt ihr euch das Projekt auch wieder mal anschauen. Es wird geil, ich freue mich gierig. Ich wollte schon immer R36 Sauger mit Einzeldrossel oder sowas. Boah, wollte ich schon immer mal machen, vor allem allein wegen der Soundkulisse, ne? Ich glaube, das wird richtig Porno. Richtig Porno. Ich bin gespannt. So, ich helfe jetzt dem Kevin noch ein bisschen und wir sehen uns gleich wieder. So, meine lieben Zuschauer, jetzt eine ganz andere Perspektive. Und zwar, ich bin mit dem Kevin jetzt dann ab vorhin. Und wir haben zusammengeräumt, haben die Lichter ausgemacht und haben Feiern gemacht. Wir machen morgen ein bisschen weiter und dann am Montag und am Dienstag oder wie auch immer. Und haben komplett vergessen, uns von euch zu verabschieden. Deswegen dieses kleine Video hier. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir schalten, glaube ich, am Dienstag. Wobei, nee, am Montag, glaube ich, schalten wir wieder für euch ein. Und also,
Turbo-Kanal einschalten, ne? Und Glocke aktivieren. Also Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Video, ne? Bis dann. Tschüss.